Das war gerade repariert! Hä? Waffenfehler? Danke. Ich habe immer noch meine Tricks. Falls du mich brauchst, stehe ich hier hinten. Ja. Nachfahre, du bist schlecht. Du kommst gleich dran. Wohin denn? Das repariere ich später. Los, verschwinden wir hier, bevor noch etwas uns umbringen will. Ja, gute Idee. Ja, genau. Verzeih mir, aber erzählen wir deinem Vater davon? Schließlich hast du einen Tisch gemacht. Niemals, dann bist du tot. Stimmt. Ach, apropos reiner Tisch. Ich bräuchte zu einer Sache deine Meinung. Einer Sache, die ich lange vor meinem Bruder geheim hielt. Oh oh. Ich erzähl's dir auf dem Rückweg. Los, komm. Er hat bestimmt mal irgend so einen Tisch gehabt, der super dreckig war. Und er hat ihn mit bloßen Händen angefasst. Klar, dass wieder solche Viecher auftauchen. Ups. Oh. Die Tricksviecher auch noch so gerne immer wieder explodieren, wenn sie in der Nähe sind. Hör auf, in meiner Gegenwart zu explodieren. Ich hasse diese Viecher. Ja, sind die. Okay. Ich will sagen, aber das sah so aus, als ob der jetzt stinkt. Wie war das? Lange vor deiner Geburt gab es einen Unfall in der Schmiede. Brock. Stark. Wer? Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich ging zum Seelensee in Alfheim, um ihn zurückzuholen. Legionen von Seelen versuchten, mich aufzuhalten. Ich spüre immer noch, wie sie über meine Haut kriechen. Allerdings konnte ich nur 3 seiner 4 Seelenteile zurückholen. Sindri. Brock dachte, er war bloß ohnmächtig. Ich habe ihm nie die Wahrheit gesagt. Das nagt wirklich an mir. Du musst es ihm sagen. Er hat ein Recht darauf. Wenn die Zeit kommt, das gilt auch für deinen Vater. Das ist nicht dasselbe. Okay, ist Brock deswegen blau? Ja, stimmt ja, wegen den Ablagerungen im Metall. Ja, ja, stimmt ja. Da könnte es vielleicht doch... Ach. Trotzdem mutig für Sindri. Wirklich? Jetzt?
wächst auf Bäumen. Jedenfalls hast du was Gutes getan. Du hast Brock gerettet. Ich hab Mist gebaut. Ich traf eine Wahl. Eine, die nicht meine war. Was heißt das, eine Wahl? Ich konnte nicht allein sein. Die anderen Zwerge mieden uns, als sie ihn sahen. Wir gingen, hielten zueinander. Naja, Vergangenes ist vergangen. Es muss dich nicht beschränken. Gehen wir heim, bevor Vater aufwacht. Das ist heute Nacht vielleicht dein bester Einfall, Tre. Tre? Ist ein Klappe. Darf ich dir keinen Spitznamen geben? Was denn einer? Wie du meinst, Luke. Nein, das war noch schlimmer. Hab's beim Aussprechen gemerkt. In Ordnung. Wollen wir? Ziemlich krasse Sache. Mit leeren Händen kommen. Nach dem Fehlschlag mit Tyr wollte ich nur... Mal langsam, kleiner Jöten. Tyr hat deine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt, aber ein Fehlschlag? Du hast ihn vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Das ist nicht wenig. Und hey, vielleicht hilft er uns ja doch noch. Vielleicht. Aber Vater macht dabei nicht ewig mit. Er hat wahrscheinlich schon unser nächstes Versteck ausgesucht. Tja, machen wir es nicht schlimmer, indem wir erwischt werden. Wenn wir ankommen, verwische ich unsere Spuren am Tor und schleiche hinten rum. Und du verhältst dich unauffällig, aber schnell. Los, los, los. Mann, ist der schnell. Das ist nicht die Gefahr, die mich besorgt. Trauen wir dem Pfad, den sie für uns wählen werden. Ich traue ihrer Weisheit. Und näher kommen wir nicht an ihren direkten Rat. Bist du sicher, dass die Riesen nicht zum Krieg raten? Ich sagte, sie sind weise. Nach meiner Erfahrung geht das mit Frieden einher. Oh, kleiner Bruder! Hab ich's doch gewusst! Atreus, wo warst du denn? Pinkeln. Ich hoffe, ihr habt Hunger! Wie ein Bär. Sind alle so ausgeruht wie ich? Bin gleich unten. Sind das Würstchen? Klar, warum nicht? War Essen früher nicht Bachelor besser? Bachelor Family? Dann würdest du sicher gerne mal für diese Bande kochen, hä? Abgemacht. Was? Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh, und wo geht's hin? Alfheim, die Heimat der Alben. Alfheim? Du hast Alfheim und wir ziehen dahin? Hinziehen? Nein, wir suchen Informationen. Der Schrein von Groa, Kleiner. Dein Vater sagt, du hast ihn gefunden. Groa? Hüterin des Wissens? Oh, vielleicht kann ich dort ein Geheimnis lüften. Ja, warum nicht die Seherin, die alles sah? Ich wusste nicht, ob du... Egal, klingt toll. Alfheim. Hey! Vergiss nicht das, womit du dorthin kommst. Wisst ihr was?
ich baue einen größeren Tisch. Mehr für mich. Tyr, du willst uns wirklich begleiten? Ja, wenn ihr bereit seid. Also, wenn dein Vater bereit ist, sollte ich sagen. Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Und ich glaube, es wird mir gut tun, das Licht von Alfheim wiederzusehen. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Also, von wem stammt dieser Plan? Oh, von Mimir natürlich. Ich habe nur gefragt, wie du mich gefunden hast, und er erklärte mir die geheimen Prophezeiungen in den Jötnar-Schreinen. Faszinierend. Dann listeten wir die Schreine auf, die wir gesehen hatten, und dein Vater erinnerte sich, dass er den Groa-Schrein vor dem Tempel des Lichts gefunden hatte. Und jetzt, da wir tatsächlich nach Alfheim können, wurde der logische nächste Schritt völlig klar. Der klügste Mensch der Welt folgt immer dem logischsten Weg. Sogar ohne Füße. Bitte verzeiht mir den Scherz. Ich mochte unsere Gespräche immer sehr, wisst ihr. Ja, und es ist schön, dich wieder als freien Mann zu sehen. Und danke auch an dich, Brock. Diese Kleidung ist besser, als ich verdiene. Verdammt richtig. Nicht zu vergessen, was Brock beim Hausherrn eintauschen musste, um den Yggdrasil-Samen für euch zu kriegen. Beim Hausherrn? Er ist nicht der Hausherr. na gut. Ich komme mit der Situation gerade voll nicht klar. Es ist übel. Kratos da so am Mampfen sehen? Und Smalltalk? What the fuck? Hier läuft was verkehrt. Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Bild, aber... What the fuck? Ja, jetzt spiel ich wieder gerade. Oh. Ein Begleiter-Accessoire-Plätze ist leer. Wählen Sie einen Begleiter im Rüstungsmenü aus, um das Wasser auszurüsten. Aha. Nett von dir. Hier, das, was ich gefunden habe. Nahkampfangriffe auf Gegner, die von Schall betroffen sind, fügen zusätzlich Betäubung zu. Aha. Voll ist was für den Jungen, wen interessiert. Er hat's getan. Tyr hat wirklich in meiner Besenkammer geschlafen. Bereit, wenn du es. Ist das normal für euch große Götterwesen oder nur für die, die ein, zwei Leben lang eingesperrt sind? Jo, mach's gut, Viara. Schön, dass du da warst. So. Weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht in diesem Spiel. Nö. Hätte ja sein können, dass ich da irgendwie was aufgehoben habe mit dem Jungen. Mein Vater hat das nicht mitgekriegt, noch nicht mal mir. Gerne die Besenkammer sehen. Ist noch was, bevor wir losziehen? Okay. Wir ziehen los. Bin hinter dir. Wir treffen uns gleich beim Tor, Freunde. Thank you.
alles so merken. Liegt das vielleicht hier an diesem Ort? Verzeihung bitte. Darf ich mir dich mal ansehen? Ganz kurz, versprochen. Oh. Meine Güte, was für ein strammer Körper. Bestimmt in der Lage, die vielfältigsten Akte der Gewalt auszuüben. Was ist hier los? Das Eichhörnchen, das den Weltenbaum hütet. Dieser köstliche Duft, ist das... Verzeihung bitte. Ah ja, Bernsteinharz. Köstlich nussig mit einem Hauch von Tintenfisch. Nein. Kein Freund kulinarischer Experimente. Halt, wenn du Ratatouille bist, warum bist du so anders, wenn wir dich rufen? Lange Geschichte. Doch du hast recht. Ich bin wirklich Ratatouille. Was ihr als Ratatouille kennt, ist eine Spektralerscheinung. Und obendrein eine besonders fiese. Für mich ist er so weit von mir entfernt, dass er eine eigene Person ist. Apropos... Bitterkeit, möchtest du deine Freunde sehen? Verpiss dich, ich will nicht! Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Aber egal. Ich habe jetzt den Bernstein für dich weggelutscht. Willst du den Samen zurück? Ein Samen? In der Tat. Ein Samen von Yggdrasil, genauer gesagt. Seit meine Zwergenpächter alles etwas umgestaltet haben... Braucht man solche Samen, um neue Ziele an meinem Baum zu öffnen? Dein Baum, was? Ja, mein Baum. Hier, ich zeig's euch. Ich hab Eichhörnchen-Sabber in der Hand. Dafür hat ein guter Meister Brock einen Alfheim-Samen gebraucht. Du hast eindeutig etwas Wichtiges zu tun. Ja, Pfade verzweigen ist mir egal. Ich hab Eichhörnchen-Samen. Der Samen, ja, den du gefunden hast, öffnet ausgerechnet Niflheim. Diese Welt ist uralt und leicht klebrig. Leicht klebrig? Solltet ihr wohl am besten hier auf uns warten. Die Soldaten in Svartalfheim, das waren Einherjar? Ich dachte, Einherjar wären nur Geistern, weil halbes Ragnarök beginnt. Sie waren keine Geister. Ganz genau. Odin muss ein Schlupfloch gefunden haben, um seine Truppen früh als stehendes Heer einzuberufen. Vielleicht etwas, das er nur ohne ehrliche Walküren tun konnte, die ihm im Weg gestanden hätten. Okay, sei mal dahingestellt, dass das Eichhörnchen in Ordnung ist, ja. Aber Eichhörnchen-Sabber? Das geht gar nicht. Ja, das Eichhörnchen ist toll. Mehr kriegt er von mir auch nicht zu hören, aber Eichhörnchen-Sabber? Das ist zu viel, Leute. Das ist zu viel. Schon wieder. Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren zerschmetterten Seelen sind mir echt unheimlich. Ein wenig Sabber? Das war eine ganze Menge Sabber. Brock, was denkst du über das Schicksal? Gar nichts. Entweder ist dein Leben irgendwo vorgeschrieben oder nicht. Fühlt sich trotzdem so an, als treffe man seine Entscheidungen. Scheiße bleibt schließlich scheiße, egal wo sie herauskommt. Das habe ich heute auch erst gesagt. Hier drüben ist was. Eine Erinnerung an den Krieg. Du könntest dies als Trainingsarena nutzen, wenn du möchtest. Du würdest gegen Erinnerungen von Gegnern kämpfen und sie können dir nicht schaden. Roger-Training.
im Training. Hier, was in der Arena erhalten Sie weder EP noch Axelbar. Alles klar, interessiert mich nicht. Tschüss. Ich dachte, ich könnte hier EP fahren. Moment, sind das Odins Raben? Die, die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Sieht so aus. Frei sind wir, vom Vater frei. Unser halbes Leben nun, niemand anderer mehr sein. Was glaubst du, bedeutet das? Ich weiß es nicht, aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. Erinnert mich hier in den Nebeldingern. Wieso man so viel Nebel einsammeln müsste, um dann das eine freizuschalten. Gut, der Rabe drehen. Das ist so die verdammten Sachen. Der gute Rahmen geht auf Abwehr extrem. Jeder. Ich werde mal da umswitchen. Sie nicht lesen. Sie scheinen uns aber zu mögen. Hoffen. Ich schätze, wir sollten weiter jeden Raben von Odin vernichten, wenn wir sie finden. Jetzt kriegt man wenigstens was. Nicht toll. Das ist bloß eine Logik, insgesamt 48 Raben abwischen. 40 fehlen mir noch. Er hat schon Stufe 3. Dokili Dokili. Was ist denn hier? Der Schmelztiegel? Odins Augen? Ja, okay, da habe ich ja nicht mehr. Okay, wenn bereit zu Sindri zurückkehren.